Was geht ab, Leute? Heute gibt es Apex Season 2. Ja, wir haben ein paar Neuerungen, wir haben ein paar neue Sachen, wir haben einen neuen Battle Pass. Allererste Neuerung oder die erste Neuigkeit ist die neue Legende Watson. Sehr, sehr interessanter Skin. Hat, wie gesagt, die Elektrofähigkeit. Ja, das heißt, damit könnt ihr Gebiete sichern. Das heißt, ihr helft natürlich euch. Ihr helft aber auch euren Teammates, diese Gebiete zu sichern und vor Feinden dementsprechend natürlich dann ein bisschen zu schützen. Ja, ihr könnt mit Watsons Fähigkeiten Granaten und Luftangriffe verhindern, verteidigen, was sehr, sehr interessant ist. Ja, das heißt, da habt ihr halt die volle Oberhand über euer Team und könnt ihr halt mit den Fähigkeiten beschützen. Also sehr, 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 sehr interessant. Die zweite Neuigkeit ist eine starke Anpassung der Map. Es gab ein paar Anpassungen an der Map. Ja, es wurden ein paar veränderte Sachen an der Map vorgenommen. Ja, es wurden ein paar kleine Sachen geändert, Gebäude zerstört, neue Dörfer errichtet, andere Dörfer komplett zerstört, neue Gebäude eingefügt und so weiter und so fort. Also ein paar kleine Dinge an der Map wurden auch angepasst. Dritte Neuigkeit sind neue Challenges. Es gibt jetzt die täglichen und die wöchentlichen Herausforderungen. Ja? Sehr, sehr interessante Sache und die sind relativ simpel gehalten, was sehr, sehr cool ist. Relativ simpel gehalten und ihr könnt damit dementsprechend sehr, sehr schnell leveln. Ja, das heißt, ihr kriegt täglich neue Herausforderungen, simple Herausforderungen und ihr kriegt wöchentlich neue Herausforderungen, die ihr simpel lösen könnt und damit halt leveln könnt, was sehr, sehr interessant ist, zumindest vor allem zu Beginn. Das ganze Herausforderungssystem wurde so mehr oder weniger grundüberarbeitet, muss man sagen. Hier sind übrigens die täglichen Herausforderungen. Ja? Hier haben wir das Ganze noch. Ihr seht, das Ganze hier läuft noch 16 Stunden und 38 Minuten. Also das nochmal zu den täglichen Herausforderungen, die wir eben besprochen hatten. Ihr seht, das Versuche verursache 700 Schaden als Mirage, dann versuche 200 Schaden mit Pistolen. 3 erfolgreiche verwirrte Gegner als Mirage. Also das sind die Herausforderungen. Ihr könnt euch dann natürlich noch alle anschauen. Ja, tägliche, wöchentliche. Die vierte Erneuerung in Season 2 sind bessere Belohnungen für den Battle Pass. Und zwar gibt es auch hier beim Battle Pass 2 tägliche und 2 wöchentliche Aufgaben, die absolvieren könnt oder nicht, ne, je nachdem wie ihr Lust habt. Und dadurch erstens schnelleres Leveln, das heißt ihr kommt zu Beginn des Battle Pass natürlich schnell hoch, kriegt dementsprechend natürlich auch bessere Items. Das ist so aufgebaut, je länger ihr lebt natürlich, je mehr Kills ihr macht und so weiter und so fort, desto mehr Erfahrungspunkte kriegt ihr, desto schneller könnt ihr natürlich leveln, ist klar. Dann gibt es die freischaltbaren Inhalte, Gibraltar und für Bangalore natürlich hier noch eine kleine Veränderung. Aber das ist für Pathfinder auch noch, das sind ja die Klassiker, EP-Boost haben wir noch, Watson Musik, hier haben wir die erste Musik, dann, wir gehen mal hier schneller durch. Komm, das Ganze könnt ihr euch natürlich auch selber anschauen. Da haben wir natürlich wie immer, wie in natürlich klar, Season 1, Battle Pass 1 auch schon die Apex Packs, die ihr hier bekommt. Immer wieder zwischendurch, was auch sehr, sehr nice ist eigentlich. Das finde ich eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Davon gibt es auch wieder einige. Münzen kriegt ihr natürlich auch, ist klar. Was haben wir noch hier Interessantes? Hier haben wir wieder 2 Apex Packs, sogar hintereinander. Ich glaube, so wie ich das sehe, sind die Packs auch mehr geworden. Also guck mal, ihr seht das hier. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben alleine auf der Seite hier 5. Gönnen wir uns nochmal ein Apex Pack. Let's go. Man gönnt sich ja sonst nichts, Leute. Ab geht's. Ja, ist in Ordnung. Neuerung 5. Auch sehr interessant. Neuer Spielmodi. Und zwar sind das die bewerteten Matches. Das ist eine interessante Sache, weil ihr dort Gegner auf eurem Niveau findet. Hier ist der Spielmodus, der Ranglisten liegen, so rum. Spielmodus. Misst dich mit ähnlich starken Gegnern. Also das ist jetzt der neue Modus, den wir jetzt nochmal zocken werden. Und da steigt ihr dann halt von Rang zu Rang auf. Wenn ihr richtige Maschinen seid, seid ihr hinterher der Apex Predator. So Jungs, jetzt dann direkt 2 Wochen nur einmal. Nice. Boah, die Hemlock ist natürlich auch saftig. Neuerung Nummer 6 ist die neue Waffe. Und zwar die Elster. Ist eine legendäre Waffe. Sehr, sehr selten. Dementsprechend auch nur in Supply Drops, Vorratslieferung,
zu finden. Hat 60 Schuss, kann überhitzen. Also von daher sehr, sehr nice. Und es gibt auch zwei neue Waffenmodifikationen. Ähnelt so ein bisschen der P90, ne? Ja, das stimmt. Aber 60 Schuss schmeckt schon. Also 60 Schuss kann man sich schon mit gut gehen lassen, würde ich sagen. Ach, egal. Kisten direkt was Gutes snacken in Sachen Waffen, dann könnte das ein krasser Vorteil natürlich für uns sein am Anfang. Komm, 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 komm. Ey, 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 wieder nur eine Pistole, Mann. Ich knöpfe sie mir vor. Jetzt lad mal nach. So, den hätten wir. Ja, jetzt ist mal stehen bleiben hier, sag mal. Jetzt ist mal gut. So, das war's mit dir, Kollege. Das war's auch mit dir. Was ist denn für ein Action-Mann? So, das war's auch mit dir, Kollege. Jetzt mal gut hier. Mit euch. Phoenix-Kit, Alter, geil. Zack, wir tauschen das Ding nochmal hier aus. Gegen Flatline. Das war nicht gut. Nein. Komm, Andi. Jawohl. Let's go, Mann. So, zwei Kills. Schmeckt bislang. Und er will auch hinterher. Oh, ja, ja, jetzt wird gepusht. Jetzt wird gepusht, Jungs. Oh, ob das so gut ist. Ich wag's zu bezweifeln. Ah, okay. Die Jungs wollen angreifen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Als hinterher. So, das war's mit dir. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße. Was ist denn da los? Eieiei. Nice, das war's schon. GG. Let's go. Macht's gut. Danke fürs Einschalten. Haut da rein. Und ciao.